Was will die denn? Na gut. Tode 7 tobt ein schlimmes Unwetter. Und es soll kein natürliches Schauspiel sein, irgendwie unheimlich, was? Hä, ist der jetzt irgendwie Voltolos oder Boreas am Stissel oder was? Wo bin ich hier jetzt überhaupt? Ach, das ist Route 10. Warte, hier gibt es eine Begegnung. Das habe ich voll vergessen. Oh, und hier gibt es einen Sherrin-Kampf. Ich bin mir sehr sicher, dass es vor der Siegestraße noch einen Sherrin-Kampf gibt. Und für den mache ich mein Team auf Level 45. Ich gehe da nicht wieder so Larifari-YOLO, das wird schon mäßig rein. So wie, also gut, bei Bell wusste ich nicht, dass der Kampf da ist, aber das auf keinen Fall. Ich habe keinen Bock, dass einer von meinen Rivalen schon wieder so komplett den Verstand verliert und mein ganzes Team massakriert hier. Aber hier ist erstmal so ein Trainer und dann gibt es eine Begegnung. Der. Könnte ich mir einen Hutsasser holen? Will ich einen Hutsasser? Pflanze Gift? Das ist gar nicht so. Das ist eine Überlegung wert, ehrlich gesagt. Okay, ich besiege erstmal den Trainer, die Trainerin. Und zwar leade ich dafür mit Chihiro. Ich habe ja auch immer noch einen Opfermon dabei. Ein Hutsasser wäre gar nicht so dumm. Und bevor ich diese scheiß Treppe da hochgehe, mache ich mein Team auf Level 45. Das könnt ihr mir aber glauben. Kämpferin. Okay, 39. Das ist noch im Rahmen. Aber Sharon wird nicht auf Level 39 sein. Oh, reicht nicht. Peinlich. Aber okay. Warte, bin ich jetzt langsamer? Hätte ich nicht so Bock drauf, ehrlich gesagt. Das habe ich gar nicht mal so schlau angestellt. Ich hätte gedacht, der Hammerarm reicht vielleicht. Naja, damit kann ich es ab. Einigermaßen zumindest. Lin Fu. Das habe ich noch gar nicht gesehen in dieser Nuzlocke bisher, glaube ich. Haha. Okay. Dann glaube ich, hole ich mir tatsächlich. Also, es kann auch sein, dass es das alles Items sind. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber ich glaube, ich hole mir hier tatsächlich einen Lin. Einen Hutsasser. Weil. Warte mal, warum wollte ich das machen? Warte mal, ich habe ja was gegen Kampf mittlerweile. Es ist zumindest sehr effektiv auf Stein. Sowas habe ich nicht. Einen Kampf-Resist zu haben ist auch immer noch nicht schlecht. Ich meine, ist es langsam? Ist es ohne Belebekraft gar nicht mal so. Vielleicht ist das nicht so schlau. Es ist nur so ein gutes VGC-Mon, deshalb denke ich immer, dass das gut ist, aber vielleicht ist das gar nicht so schlau. Nee, ich glaube, ich gucke einfach, was es hier gibt. Nachher gibt es hier deutlich bessere Sachen und dann habe ich voll verkackt. Also, let's go. Da ist auf jeden Fall ein Wasser dabei. Aber. Wir gucken mal, was es Schönes gibt. Das habe ich schon. Es ist zwar sehr schön, aber das habe ich schon. Level 34, ja. Ich meine, es würde schon noch ein Stück dauern, bis ich das auf den Stand meines Teams gebracht hätte. Aber es gibt ja auch noch in der Siegestraße eine Begegnung, ne? Ich will auch nicht sagen, dass das, was auch immer mir begegnet, definitiv in mein Team kommt. Oh. Das ist gut gegen Psycho und gegen Geist. Was noch zwei so. Geht so. Na, das ist schon wieder eine Steinschwäche, ey. Wie viele Steinschwächen habe ich? Das wäre dann meine vierte Steinschwäche. Ah. Also, es ist gut gegen Psycho und gegen Geist. Es ist neutral gegen Kampf. Es ist bulky. Das ist schön. Also, schlecht ist es nicht. Aber Stein-Pokémon zerstören mein komplettes Leben. Also, es gibt kein
Top 4 Stein-Member, aber ich muss ja trotzdem irgendwas gegen Stein-Pokémon machen können. Ich habe Dogchamp mit Schaufler. Das ist so meine beste Option dagegen. Das ist auch doof, ey. Na gut, na gut. Ich habe jetzt erstmal den Flottball. Hoffe, dass das drin bleibt. Ich finde das Pokémon auch ganz cool. Also, es ist eine Überlegung wert zumindest. Es gibt Psycho und Geist in der Top 4, ne? Von daher, da könnte so ein Griffeldes echt gut sein. Windel. Okay. Kurz bevor es sich entwickelt, wirft es seine Schädelwinde. Das ist irgendwie süß. Okay. Ja, nice. Hanna wollte auch noch nach einem Pokémon benannt werden. Ich glaube, das Pokémon mag sie. Hanna. Sehr schön. Okay. Das ist eine vernünftige Begegnung, auf jeden Fall. Da kann ich zumindest nicht unzufrieden sein. Ja, liebe Leute, dann sehen wir uns wieder, wenn mein Team Level 45 ist, mit vermutlich einem Sharon-Kampf. Ich bin mir relativ sicher, dass da ein Sharon-Kampf ist. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass es in diesem Spiel besonders schwer war zu grinden, aber mit Ordox und Glück sei es das so leicht. Mein Team ist jetzt auf Level 45 und es hat echt nicht lange gedauert. Es war extrem chillig. Ansonsten habe ich noch Usain Volt Volt Switch beigebracht. Dann habe ich jetzt immer ein gutes Lead-Pokémon. Wenn mir ein Trainerkampf bevorsteht, bei dem ich nicht so genau weiß, was als erstes kommt, wie zum Beispiel jetzt. Ach, diese Überleitung wundervoll. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass hier irgendwo Sharon ist. Ich weiß aber nicht wo. Also, vielleicht kommen auch erst Trainer. Vielleicht habe ich das falsch in Erinnerung. Das sieht so aus, als würden erst Trainer kommen. Sei denn, er steppt hier jetzt gleich ab. Da ist direkt ein Trainer. Okay. Dann habe ich das wohl falsch in Erinnerung. Na gut. Dann machen wir erstmal ein paar Trainer. Dann will ich aber trotzdem Usain Volt leaden, glaube ich. Mit Volt Switch ist das ganz gut. Ich bin auch echt gespannt, welche Levels die hier jetzt so haben. Wie gesagt, ich bin 45. Arena-Leiter war 44 als höchstes. Und das ist 39 wieder. Okay. So. Voltwechsel. Ich gehe mal in Dogchamp. Dogchamp ist mein einziges Pokémon mit guten Verteidigungswerten. Alle anderen haben kritische Verteidigungswerte, nenne ich es mal. Also, na, was heißt kritisch? Zumindest unbeeindruckende Verteidigungswerte. Das sollte jetzt killen. Ansonsten habe ich ein ernsthaftes Problem. Ich bin 6 Level drüber. Es ist Stab. Es hat 80 Base Power. Und es killt. Sehr gut. Dass die immer so gierig mit den Drachen tänzen werden. Ey, ganz schlimm. Zaplalek. Bruh. Der hat Schwebe, richtig? Ich meine, der hatte Schwebe. Dann gehe ich doch mal in Chihiro. Das ist doch das Pokémon ohne Schwäche, richtig? Habe ich auch schon ewig nirgendwo gesehen. Gibt's das in Schild und Schwert überhaupt? Ha. Ist auf jeden Fall lange her. Ob Feuerschlag reicht? Nee, Flammenblitz. Babum. Dann hätte ich noch gar nicht grinden müssen. Dann wäre das hier mein Grind gewesen eigentlich. Naja. Das wird schon. Ich glaube, ich bezweifle ehrlich gesagt auch, dass ich zu stark werde. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich zu stark sein könnte. Die letzten Sachen, die ich machen musste, waren alle extrem schwer. Ego-Trip. Jetzt macht der Feuerschlag, ha? Okay. Also, ich will mich ja auch nicht mit Absicht zu schlecht vorbereiten, weil ich denke, dass es sonst nicht spannend genug wird oder so. Ich glaube, die letzten Parts waren spannend genug. Da bin ich mir relativ sicher. Ich will aber eigentlich auch so ein bisschen... aber Giovannis leaden, ich weiß nicht. Wobei, Eis ist echt ein guter offensiver Typ, ne? Ja, Giovannis ist das Einzige, was noch nicht entwickelt ist. Und ich hoffe einfach mal, dass sich das in nächster Zeit entwickelt. Von daher
will ich das eigentlich gerne benutzen? Ich glaube, ich sollte nach jedem Trainer heilen, weil ich konstant Angst habe, dass Sharon ankommt und mit mir kämpfen möchte. Marakamba. Ah, gute Lied. Gute Lied. So gefällt mir das. Oh, sogar schon fast Level 46. Das ist schön. Wenn sich das Viech erstmal entwickelt hat, dann ist es, glaube ich, auch gut stark. Also ich meine, es ist jetzt schon nicht schlecht, ne? Aber... Und ich habe ja zum Glück auch den Evoliten. Das heißt, ich habe nicht so richtig... Muss nicht so richtig Angst um das Ding haben. Extra, aber... Voll entwickelt mit ewiges Eis würde es bestimmt echt reinhauen. Eissplitter. Hätte es mich auch so outspeedet, glaube ich. Hahaha. Okay. Nice. Was kommt jetzt? Marmoli. Ach, mein Hass-Pokémon. Okay. Da habe ich diese Nuzlocke echt gemerkt, so dass. Obwohl, na, guck mal da natürlich auch, aber Marmolida auch ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Und Usain Volt hat immer noch nicht Funk, hier Stromstoß gekriegt, leider. Langsam mit Funkensprung, also, ja, war jetzt gar nicht so schlecht, aber langsam wird es auch ein bisschen nervig. Wenn ich jetzt noch Schockwelle hätte, das würde, glaube ich, trotzdem treffen und vielleicht killen. Schade. Na gut. Naja, Taucher, bum bum. Boop. Sehr schön, dann heile ich gleich. Ich hab das die ganze Zeit so im Nacken irgendwie. Ich hab die ganze Zeit im Nacken, dass Sharon kommt. Gucken, ob ich recht behalten sollte. Ich hab's gewusst. Jetzt habe ich wieder... Ah, jetzt habe ich aber nicht die Usain Volt Lead. Oh, das ist schon wieder blöd, ey. Oh Gott, ich habe so Angst. Lysander und Professor Escher haben mir gesagt, dass du auf dem Weg zur Pokémon-Liga bist. Ist das wahr? Ja. Yeah. Also was Laura betrifft, bin ich eigentlich ziemlich zuversichtlich. Er ist schließlich nicht umsonst der Champ. Im schlimmsten Fall wirst du jedoch gegen N, den Boss vom Team Plasma, kämpfen. Ich vergewissere mich daher mal, wie stark du momentan wirklich bist. Auch so. Oh Mann, Alter. Ich will nicht. Okay, dann lass ihn bitte mit. Hier, wie heißt es? Lass ihn bitte mit Fasersnob lieben. Komm schon, Fasersnob. Du willst es doch auch. Ja! Sharon, okay, das ist schön. Level 43. Gut, dass ich alle auf 45 gebracht habe, ey. Einfach Level 43. So ein dreister Boy. Das Ding ist schneller als ich, okay. Im Optimalfall ist es tot. Glaube ich aber eigentlich nicht. Okay. Macht er jetzt einen Trank, weil dann setze ich Eissturm ein. Das wäre eigentlich perfekt. Nee, okay. Ah, oh, kein Flinch, bitte. Holy fuck. Volltreffer. Ah, auch nicht so geil. Okay, ja, da hätte ich eigentlich am liebsten Usain Volt gehabt. Aber so war es natürlich auch nicht schlecht. Aber jetzt ist Giovanni erstmal kritisch für den Rest des Kampfes. Grillcheater. Okay, mit Grillcheater werde ich fertig. Oh, bitte lass mich Sharon überleben. Also so schlimm wie Bell kann es eigentlich nicht werden, oder? Ich meine, sowas zu sagen ist immer schwierig, aber... Bell hat mich absolut zerpflückt. Und ich habe diesmal ein Opfer-Pokémon dabei, das ist auch was wert. Ich habe diesmal Bad Girl dabei. Weil ich glaube, das ist eigentlich echt the play in Nuzlocke. So ein 4er-5er-Team haben und ein Opfer-Pokémon. Das ist, glaube ich, nicht so schlecht. Der hat aber auch schwächere Pokémon, kann das sein? Also wenn wir mal drüber nachdenken. Bell leadet mit Bisbug. Bisbug ist auf jeden Fall gefährlicher als Fasersnob. Grillcheater, Solarcheater, was auch immer. Aber Cleopatra? Was hat Bell dafür? Somnivora? Also, da ist schon ein Unterschied, würde ich sagen. Würde ich mal behaupten.
Okay, der hat auf jeden Fall noch seinen Wasserschalter. Das heißt, ich kann hier eigentlich ganz in Ruhe auch nochmal sicher gehen und Flammen blitzen, würde ich sagen. Und er macht die ganze Zeit Verhöhner. Bell settet sich die ganze Zeit ab und er macht Verhöhner. Auf den Flampivian. Cleopatra klingt wie Mochi, mein Kater. Der macht genau dieses Geräusch immer. Miau! Miau! Gib mir Essen und Aufmerksamkeit! Admurai, ja, okay. Dafür habe ich ja Usain Bolt. Das sollte ganz gut passen. Ist das sein letztes Pokémon? Das ist sein letztes Pokémon, das ist Level 45. Also ich habe genau richtig gelevelt schon mal. Aber trotzdem, das ist sein letztes Pokémon. Gar kein Vergleich zu Bell. Gar kein Vergleich zu Bell. Es sei denn, das killt mich jetzt. Aber ich bin komplett gesund. Ich bin komplett gesund! Warum macht das so viel Damage? Ich glaube, das Ding hat Wasserdüse. Ich glaube, das Ding hat Wasserdüse. Ich gehe in Daisy. Ach du Scheiße. Da war die Wasserdüse. Oh. Oh mein Gott, what a play. What a play, Alter. Oh. Oh mein Gott. Schlitzer, okay. Ja. Oh mein Gott. Dass ich an die Wasserdüse gedacht habe. Oh. Warum hat mich der Nassschweif ohne Volltreffer fast gewone-shottet? Einfach ein neutraler Nassschweif. Boy. Aber kein Pokémon verloren. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Hut ab, du hast drauf. Das meine ich ganz ehrlich. Lass mich doch noch schnell dafür sorgen, dass ein... Oh, das ist nett. Das ist sehr nett. Puh, ja, okay. Bell auf jeden Fall die stärkere Rivalin. Definitiv. Gar kein Wettbewerb eigentlich. Ich befürchte, ich kann dir momentan nicht das Wasser reichen. Du bist zu stark für mich. So kann ich dir im Kampf gegen N jedenfalls kaum behilflich sein. Wir könnten Doppelkampf machen gegen N einfach. Wäre doch nice. Ich kann dir zwar nicht großartig behilflich sein. Nee, du kannst nur meine Pokémon töten. Zumindest habe ich hier eine Kleinigkeit für dich. Das ist bestimmt Top-Beleber. Das war so klar. Danke, Bay. Ganz toll. Vielen, vielen Dank. Aber es ist schon witzig zu sehen, wie jeder seinen eigenen Weg geht. Witzig? Wie kannst du nur ausgerechnet jetzt sowas sagen? Ganz einfach, Sharon. Manchmal muss man das Leben eben von der heiteren Seite betrachten. Es bringt doch nichts, immer nur mit ernster Miene herumzulaufen. Seit unserer Begegnung mit den Pokémon haben wir weite Strecken gemeinsam zurückgelegt und dennoch viele unterschiedliche Dinge erlebt. Dinge, die uns ziemlich geprägt, aber auch verändert haben. Dementsprechend hat jeder von uns andere Wünsche und jedem von uns stehen andere Möglichkeiten offen, nicht wahr? Well said. Ich habe auf dieser Reise jedenfalls viel dazugelernt. Also, ich bin glücklich und zufrieden. Da ist was dran. Und klar, jeder von uns hat seine eigenen Talente. Jeder sollte wohl das tun, was er am besten kann. Jeder Mensch hat andere Ideale und ein anderes Weltbild. Aber dennoch ist es ja wohl ganz normal, dass man sich gegenseitig hilft, wenn es darauf ankommt. Deshalb bin ich auch zu dem Schluss gekommen, dass Menschen und Pokémon immer Seite an Seite leben sollten. Da Klink, falls Lauro oder dir einmal irgendwas passieren sollte, möchte ich auf jeden Fall in der Lage sein zu helfen. Dafür trainiere ich und dafür möchte ich stark werden. Mach mir so lange also keine Dummheiten, hörst du? Okay. Und weg ist der. Mal sehen. Geben wir einfach all unser Bestes. Schlau und denkwürdig. So kennt man dich. Ein Wanderer. Da. Was mache ich gegen Wanderer eigentlich? Normalerweise? Vorher Damn Gains. I'm so sad. Ja, Daisy. Weiß nicht. Mal gucken. Oh boy. Mein Team hat Lücken. Mein Team hat auf jeden Fall Lücken.
Ich krieg noch eine Begegnung. Okay, das ist gut. Eine Begegnung in der Siegesstraße. Und da hoffe ich, dass ich da noch so ein bisschen mein Team auffüllen kann, quasi. Mit was Nützlichem, was entweder gut gegen Kampf ist oder gut gegen Stein oder gegen Geist, gegen Psycho. Wobei Psycho ist voll in Ordnung. Ich hab keine Psycho-Schwäche. Von daher ist das, glaube ich, noch ganz passabel. Also hauptsächlich. Na, eine Geistschwäche habe ich auch nicht. Also hauptsächlich Kampf und Stein, ne? Ja. Wobei, na, ich habe eine Kampfschwäche und eine gute Sache gegen Kampf. Ne, zwei Kampfschwächen. Ja. Was habe ich gegen Sedimantur? Was habe ich dagegen? Dogchamp am ehesten, würde ich sagen. Da bräuchte ich schon wirklich was. Irgendwie ein Stahl-Pokémon oder sowas. Ein Kampf-Pokémon. Stahl wäre doch noch eine Kampfschwäche, ne? Erstmal Knirscher. Boden-Pokémon. Ein Boden-Pokémon wäre so schön. Oh, jetzt muss ich an Tobi das Golbit denken. Bin traurig. Ah, ja, ein Boden-Pokémon wäre es wirklich. Kann ich das in der Siegestraße kriegen? Gibt es Rockaimans in der Siegestraße? Das wäre schön. Das wäre so schön. Oh, wäre das schön. Aber das. Okay. Oh, und Finsterstein. Das heißt, ich könnte theoretisch Skillabra haben. Das ist aber auch schwach gegen Stein. Ah, es ist schwach gegen Stein. Brüller. Wow, Dankeschön. Jetzt ist nicht leicht. Was passiert hier jetzt? Weitere Trainer. Okay. Zwei weitere. Und dann ist es schon die Siegestraße. Ich hoffe, deine Pokémon sind nicht zu klasse. Ich will einfach nur Tylatwino haben. Carmen. Oh, Kronjuwil. Wild, genau. Kronjuwild. Das ist ja gar nicht so schlecht. Bin ich mit einverstanden. Ich bin auch ein bisschen langsam mit Giovannis. Also, es geht sogar, aber. Naja, man sieht es ja, 6 Level höher. Wobei ich bin nicht voll entwickelt, das muss man auch noch dazu sagen. Ich glaube, wenn ich voll entwickelt bin, bin ich gar nicht mal mehr so langsam. Apoqualip. Ich wünsche, ich hätte Freeze-Dryer. Das wäre auch ein cooles Pokémon gewesen. Hätte ich auch gerne benutzt, aber. Ich hatte gar nicht so viele Encounter im Wasser. Wie das aussieht, ey. Ah, schön. Das macht mich glücklich. Sehr gut. Ich würde nicht für dich sterben, Carmen. Das ist gut. Das ist sehr schön. Okay. Spyridion? Ist das schon wieder einer dieser Namen, ne? Na gut. Was habe ich gegen. Ach so, ja. Da weiß ich eindeutig, was ich dagegen habe. Das ist gar keine Frage. Sibiri habe ich auch noch nie benutzt. Finde ich aber eigentlich auch ganz. Ich meine, es wäre nicht Stab und 6, 7 Level drunter, es hätte mich nicht gekillt oder so. Aber schön ist das nicht. Schön ist das nicht. Steinhagel ist jedes Mal dangerous. Das ist auch noch so ein Ding. Mach ich gegen Branavarz. Obwohl? Da ist Giovannis ja neutral drauf. Also, das sollte ja eigentlich noch in Ordnung sein, oder? Gegen die, das hat man ja sowieso nur Pflanze als sehr effektiven Move. Und Gefriertrocken, aber ich glaube, den gab es in der fünften noch nicht, kann das sein? Oh nein.
Okay, aber das ist nur ein Step-Durchbruch, das wird mir jetzt nicht so viel tun. Allerdings hat mein Eisstrahl mich ein bisschen disappointed. Ich gehe mal in Daisy. Daisy ist immun gegen Boden, resistet Wasser, resistet den Durchbruch. Das ist, glaube ich, ganz gut. Naja. Ranhals ist auch ein cooles Mon. Hätte ich mich auch nicht beschwert, wenn ich das bekommen hätte. Cavalanzas. Achso, ja gut. Das ist jetzt nicht so das Problem. Das habe ich ganz gerne in VGC gespielt. Das ist im Trick Room, also im Bizarro-Raum, ohne Zweifel das langsamste Pokémon. Das ist, ich glaube, nur Tentantel ist genauso langsam als vollentwickeltes Pokémon. Und es haut halt ordentlich rein. Es hat eine Schwäche. Und Regen hatte ich noch dabei, das ist auch ganz geil. Das ist schon nicht schlecht. Kein schlechtes Mon. Okay, ich glaube, ich habe vor der Siegesstraße alles gemacht. Das heißt, als nächstes geht es in die Ordenskontrolle.